Und ich schwimme hier mal noch so dran vorbei. So, und überall ist hier so ein bisschen Wasser. Das ist echt keine schöne, angenehme Lage für die Dorfbewohner. Und ich denke, ich werde ja auch irgendwann nochmal hin zurückkommen, um mir halt... So, du hast du ein Ei für mich gelegt? Nein. Bock, 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 bock. Schön, dass du wenigstens mit mir redest. Um denen das Dorf ein bisschen aufzumotzen. Dann bringe ich ein bisschen Eisen. Yay, ein Ei. Dann bringe ich ein bisschen Eisen mit. Ich könnte mir jetzt Kürbissamen nehmen und dann könnte ich versuchen, euch ein bisschen mitzulocken, aber das wäre einfach zu lang. Das kann ich nicht bringen, Alter. Das kann ich nicht bringen. Obwohl, es sieht auch gar nicht so weit aus, wenn ich jetzt hier sehe, dass hier schon der Ozean ist. Oder ist das Ozean? Hier sind ja noch Extreme Hills, zumindest von der Farbe her. Und hier unten muss ich hin. So, wie sehe ich denn die Distanz? Ich guck nochmal. Also, Markeroption und wenn ich jetzt so mache, ich mach mal alles an. Ach so, hier Marker, so ist das 1000. Ja, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Label zu Hause, das wäre gut. Icon, den Icon brauchen wir nicht unbedingt. Die Distanz, die möchte ich ja gerne jetzt zumindest haben, damit ich die dann finde. So, okay, Hühner. Dorf. Okay. So, zu dem Dorf sind es schon wieder 137 und ich bin da bloß durch den Wald durchgegangen. Ist das da so oder da fehlt bestimmt bloß wieder Berg? So, und jetzt bin ich an der Stelle, an der ich sage, ich mache mir ein Crafting Table. Ist auch total clever, dass ich den da gelassen habe. Anstatt hier die vier Dreck oder so. Aber die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wer was anderes sagt, der gehört auf den Scheiterhaufen. Genau so, auf den Scheiterhaufen. So, und wir fahren Richtung zu Hause. Und wir sehen schon, wie die Kilometer, nein, die Meter nach Hause schwinden. So, wir waren bloß einen Kilometer von zu Hause weg und wussten nicht, dass hier eine Insel ist. Schwache Leistung auf jeden Fall. Ich meine, jeder weiß doch, ein Kilometer um seine Stadt drumherum, was da noch so für Sehenswürdigkeiten, Attraktionen, Events oder andere Dörfer sind. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt auf nicht so lange Strecke allein, nicht allein bin. Ich bin nicht allein auf dieser Welt, so, das wollte ich sagen. So, das ist eine Insel, ist das eine, die wir schon gefunden hatten? Nicht zwingend, ne? So. Hier ist eine große Graslandschaft, da fahren wir einfach mal. Ich fahre mal hier ein bisschen. Ach nee, das ist. Nee. Doch, hier waren wir doch vorhin schon. Da habe ich noch gesagt, die sieht nicht so groß aus. Ach, dann müsste ich einfach bloß da so hoch. Dann kam mir die Strecke bis jetzt viel länger vor, weil wir da so durch den. Weil wir quasi einen großen Bogen von oben auf das Dorf zukamen. Gut, okay, dann weiß ich das auch für die Zukunft. Und ich würde sagen. Geil, wir haben ein Dorf, wir haben Karotten, wir haben Kartoffeln und wir haben Diamanten. Unerwartete Diamanten zwar, aber wir haben Diamanten. Und wir kommen unserem Ziel stetig näher. Wir haben es schon, wir haben schon zwei Drittel geschafft, jetzt ist es nicht mehr weit. So, und da ist schon wieder eine Insel. Und das ist... Ist das schon unsere Insel? Nee, kann ja nicht sein, oder? Was ist das? Ach nee, oh, ich dachte, das ist eine Pilzkuh. Jetzt hätte ich mich nass gemacht, wenn das eine Pilzkuh gewesen wäre. Aber richtig. Ach so, das ist unsere Insel. Natürlich ist das unsere Insel. Wir sind ja auch nach oben gefahren. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da ist das Meerschaf. Hallo Meerschaf. So. Okay. Cool. Ist gar nicht so weit. So, dann legen wir hier mal an. So. Das Feld latschen wir kaputt. Jedes Mal ein bisschen mehr. Und wir sind zu Hause. Und den muss ich unbedingt auch wegmachen. Der geht mir sowas von auf den Sack hier oben. Blöder Baumrest, Pinöpel. So, und jetzt blende ich den ganzen Mist mal wieder aus. Jedes Mal. So, Minimap Options, da Marker Options. Zack, zack, zack.
alles weg. Exit Menu. So. Okay, cool. Melone ist hier noch nichts gewachsen. Ich glaube, da helfe ich auch gleich mal noch ein bisschen nach. Mit Knochenmehl, damit wir wenigstens die Melonen schon mal noch ein bisschen vermehrt haben. So, jetzt fragt ihr euch sicher, was ich hier oben möchte. Es ist doch noch gar nicht Schlafenszeit. Aber Klamotten gehören nun mal in den Klamottenschrank. So, Schuhe stelle ich unten ein, weil jeder seine Schuhe in den Kleiderschrank stellt. Und am besten, ich probiere es einfach, oder? High Risk. Yay, es ist ein Huhn rausgekommen. Es ist gar nicht. Schade. Okay. Also müssen wir früher oder später sowieso nochmal da in die Richtung, damit wir da das Huhn rausholen. Aus dem... Ein Huhn aus einem Ei rausholen, so. Der sieht wunderschön da drin aus. Naja. So, den Rest sortieren wir erstmal unten rein. Wo mache ich denn am besten die Betten hin? Gute Frage. Ja, finde ich auch. So, die... Das mache ich alles hier rein. Yay, wir haben Karotten und wir haben Kartoffeln. Die lege ich am besten gar nicht erst weg. Und schon wieder ein verzaubertes Buch. Ich habe vorher, bevor ich hier so eine tolle Let's Play-Welt gemacht habe, habe ich noch nie so ein Verzauber... Wo habe ich denn die hingepackt? Oh mein Gott, wo sind meine Zauberbücher? So, hier sind sie überall nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wo hätte ich die denn einsortieren müssen, theoretisch? Eigentlich... hier. Ach so, okay, ich bin auch doof. Ich bin blind. Ich bin blind. Blinder als blind. So, Pfeile habe ich noch. Dann könnte ich eigentlich bald mal Pfeil und Bogen verwenden zum Kämpfen. So, gemeißelten Steinziegel. Wenn ich mich nicht täusche, dann bekommt man den doch nur in solchen Situationen. Oder? Täusche ich mich? Sagt's mir. Sagt's mir, wenn ich mich täusche. Ich verkrafte die Wahrheit. So, wieso habe ich den ja eigentlich? Der muss in den Nether-Bereich unten. So, den Spender mache ich jetzt einfach hier rein. Den auch, weil es sind Steine an den Seiten. Oder habe ich die schon woanders? Ich weiß nicht. Ich lasse ihn einfach hier. Aber klebrige Kolben zu bekommen, einfach so hinterhergeworfen, ist auch was Feines. So, die kommen da oben mit hin. Das hier ist Schnee. Siehst du? Das siehst du? Das wollte ich auch noch machen mit euch. Ein paar Golems. Schneegolems. Die können sich dann hier unten, die packe ich in, den mache ich einen extra Raum. Und dafür habe ich das Portal hier unten hingebaut, weil das so laut ist. So, ich mache denen auf jeden Fall einen extra Raum. Und lasse die dann da fröhlich drin rumlaufen. Dann mache ich nicht nur ein oder zwei, da mache ich fünf. Und die dürfen dann da hin und her laufen und erzeugen so natürlich immer mehr Schnee. So, hier oben ist hoffentlich nichts. Und der Sternenhimmel, jedes Mal schön. Ich freue mich. So, zu. Zu. Muss ja nicht jeder sehen, wo meine Schuhe stehen. Meine schmutzigen Arbeitsschuhe. Okay, schlaf ich. Ich glaube, die Reise hat auch nicht so lange gedauert. Vielleicht 5, 6, 10 Folgen. Mehr nicht. Mehr wird es nicht gewesen sein. So, aber dafür haben wir jetzt Karotten. Yay, so. Ich würde sagen, die machen wir hier daneben. Da habe ich hier eins freigelassen, eigentlich nicht. Aber hier werde ich das dann auch nicht machen. So, erstmal das Holz. Und die Textur, Struktur von dem Holz sieht, wie ich finde, sehr geil aus. Ich vergesse leider immer so schnell, aus welchem Texture Pack ich das rausnehme. Aber ich finde das sehr schick. So. So, bei denen klappt das anscheinend nicht so einfach mit dicht aneinandersetzen und ich höre eine Spinne, aber es ist Tag. Du darfst mir gar nichts tun. Willst du mir was tun? Du willst mir nichts tun. Und du bist wieder so eine richtige Spinne, nämlich nicht so eine Cave-Spinne, so eine Höhlenspinne. So, da habe ich sicherlich alles abgehackt. Hier hinten mache ich jetzt noch die kleinen Bäumchen. So. 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 So, da und hier vorne. So. Ich setze sie auch mal noch ein bisschen zur Seite. Und die dumme Spinne da, die tötet sich da gleich selbst.
Zack. Abhacken ist ja mal schnell gemacht. Oh Mann. Ja, ist gut. Ich sammle jetzt nicht jeden einzelnen ein. Also ich sammle schon jeden einzelnen ein, aber ich werde jetzt nicht jeden einzelnen setzen. So, und ich mache ein Viererfeld. Hier muss erstmal der... 1, 2, 3... Moment, ich muss überlegen, wie habe ich das hier vorne? 1, 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4... Weg. Ist das richtig? Ne, es ist 3. Ich kann nicht zählen. So, okay, nochmal. Auf ein neues. KKK. 1, so. Das müsste stimmen. Da muss Gravel hin. Hier muss überall Gravel hin. Denn wir haben ja jetzt hier drüben ein Ziel, wohin wir gehen. Nämlich zu den Gehegen. Und dann, wenn man irgendwo ein Ziel hat, dann wird das auch nach und nach ein befestigter, schöner Weg. So, schnell ein bisschen Gravel holen. Kies. So, die Erde packe ich gleich weg. Vorbildlich, wie ich bin. Und die Setzlinge könnte ich mir eigentlich auch mal sichern. Ich habe nämlich hier gar keine... gar nicht von allen Setzlingen was drin. So, den Wassereimer brauche ich. Was wollte ich jetzt holen? Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie Gronkh. Der vergisst auch ständig, was er machen will. Aber es ist einfach so, wenn man nebenbei aufnimmt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Kies wollte ich holen. Dann, vergisst man schon mal schnell, was man eigentlich vorhatte. Weil man so auf das Erzählen und das Babbeln und das Drumherum fixiert ist, dass man es gar nicht schafft, den Rest im Kopf zu behalten. So. Zack, zack, zack. So. Und hier auch noch. Und ich würde sagen... Scheiße, wo ist Fraps? Ich würde sagen, Fraps ist doch noch da. Okay, ich habe schon Schreck bekommen. Das hat sich bloß gerade minimiert, so klein minimiert, dass man es unten am Rand nicht mehr gesehen hat. Und ich dachte jetzt, das ist alles weg. Das wäre äußerst ärgerlich. So, hier muss ich noch hinmachen und da kommt der hin. Oh Mann. Huh, gleich mir selbst einen Schreck eingejagt. Schön, schön. Oder nicht schön eigentlich. Grausam.